Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront 2. Und ja, ich denke mal, wir schnacken nicht grad los rum. Wir haben hier Mos Eisley als Map und spielen Vorherrschaft. Ich denke mal, ich spiele mal einfach ein bisschen Runde über als schwerer Soldat. Versucht. Und ich hoffe mal, es funktioniert so, wie ich denke. Ich habe nämlich was vor. Ich will jetzt es sich aber gleich zeigen. Es kann eine längere Runde werden, wenn es vorher schafft ist. Woher das plötzliche Interesse des Imperiums an Tatooine kommt, sei dahingestellt. Aber wir werden ihnen einen heißen Empfang bereiten. Ja, es funktioniert. Wie man sieht. Ich bin in der Ego-Perspektive. Ist was ganz Neues, ne? Ich möchte das einmal mal so durchspielen. Wird mega grausam. Ich weiß. Sichert und haltet diese Kommandoposten gegen die imperialen Truppen. Granate! Schaut da rein! Kommandoposten, Aurek gehört uns! Finde ich cool an meinem Gewehr, das hat so eine. Ich kann damit auch so zielen. Wir sichern Punkt Crash. Wow! Ich hab keinen. Meine Kühlung, weil er verdammt. Erwartet kein großes Gameplay von mir wieder. Ich habe bis länger kein Battlefront mehr gespielt. Und ja, das ist jetzt nicht gerade das Beste, um wieder anzufangen, wenn ich erstmal in der Ego-Perspektive erstmal spielen will. Aber es ist was Unterhaltsames. Aua. Cool. Ich habe keine Ahnung, wo ich getötet wurde, aber hat mir auch nichts angezeigt, aber ja. Wie gesagt, er war keine großartige Runde. Ich wollte so ein bisschen meine Ego-Perspektive spielen und ich wollte mal ein bisschen mal was anderes zeigen als Sniper. Ich werde auch zu einem anderen Klassen einmal ein Video machen, dass ich die hauptsächlich spiele. Granate, komm! Ja, bei sowas. Ah, schade, 2 Kills habe ich gemacht, aber. Warum stehen ja alle drin? Wir erobern Kommandoposten S. Ah! Ich habe einen Mark-Nahkampf weggemacht. Ja, ich weiß, ich sterbe jetzt ein bisschen öfters, aber. Hey! Ist ein bisschen was Unterhaltsames. Boss, jagt jetzt für das Imperium. Seid vorsichtig. Wir haben Aurek gesichert. Oh, hi Vader, tschüss. Ups, der verfolgt mich noch.
Dagalin. Du bist aber auch ein komischer Typ. Ja, ich kann mir natürlich wieder keinen Helden aussuchen. Komisch. Alle Positionen sichern. Ah, Mann. Wir scheinen jetzt nicht gerade das beste Team auf unserer Seite zu haben. Elite-Verbündete eingetroffen. Was auch mitunter an mich in mir liegt, aber. Wir übernehmen Punkt Dorn. Ja, wir haben gute Arbeit geleistet, Kollege. War ein Risiko, konnte mich aber nicht mehr umdrehen. Schade. Schokolade. Achso, doch, ja. Ich hab noch. Ich möchte wenigstens positiv von den Kills bleiben. Das ist meine einzige Priorität. Aber ich fand es interessant. Oh! Gerade ist eine Meldung gekommen. Einer unserer Agenten ist hier, um zu helfen. Granate auf den Weg! Imploder. Ich bin hier raus. Perfekt. Hier im Chaos. Hallo Vader. Oh Mann. Ich habe ihm aber gut zugesetzt. Wenn jetzt einer ihn bitte töten würde, bitte. Nein. Gut. Hallo? Ich stehe immer noch hier. Ich stand immer noch hier. Warum bin ich so gut dabei? Warum kann ich immer noch keinen Helden auswählen? Fritz. Keine Ahnung, 5 in unserem Team gewesen. Was war das? Keine Ahnung. Das ist ein Held, da will ich nicht hin. Zum Einsatzziel vorrücken! Hat sich dem Imperium angeschlossen. Seid vorsichtig. Oh Mann. Ich wollte gerade so sagen, so der Sturmtruppler ist eigentlich immer so eine ziemlich coole Sache. Der schwere Soldat, weil der halt Schlagkraft hat, um richtig gut Schaden zu drücken. Und aber auch noch sehr mobil ist. Das ist immer so ein guter Allrounder. Ich bin mal weg. Als Han darf man anscheinend nicht in die Ego-Perspektive. Weiß Gott warum. Unser Team ist anscheinend ziemlich am Verkacken. Freund oder Feind? Bumm!
Was seid ihr denn? Ach so. Und wo werde ich überhaupt geschossen? Wo sind sie denn alle? Oh. Ja. Improvisierte Sprengsätze. Ich hoffe nur, das ist es wert. Oh! Ach man, Mecknick. Wie die direkt ausge... Ja, das wird jetzt keine gute Runde. Und zwar relativ gut von meinem Team auch, nur weil mein Team so scheiße ist. Ja, der AT-ST ist auch sehr schön postiert. Vor allem, weil man da überhaupt nichts gegen machen kann. Finde ich. Ja. Ein AT-RT. Kann man nicht gegen einen AT-ST stellen. Ich spiele mal als Raketensprenger. Kann man auch nicht in die Ego-Perspektive mit. Einen aber weggemacht. Wir müssen den imperialen Vormarsch aufhalten und diese Position zurückerobern. Wir übernehmen Crash. Nein! Ach, Mann. Wollte ich eigentlich nicht. Erobert alle markierten Kommandoposten. Nicht identifizierter Verbündeter bekämpft Sturmtruppen. Ach, Martin. Ich weiß nicht, wie die mit den Raketentruppeln so gut sein können. Man kann die halt dauerhaft nehmen. Ich will aber wieder meinen Sturmtruppen. Meinen schweren Soldaten. Aber, ja. Wir sichern dort. Einsatzziel einnehmen! Ja, ja, mein. Ja, geh. Da hat einer im Gegnerteam schon 100 Kills. Also. Ja, boy. Ach, Mann. Wir werden hier komplett überrannt. Granate!
Der Kopfgeldjäger Fett hat sich dem Imperium angeschlossen. Das Imperium hat gerade West erobert. Die geheimen Kreisen. Alles, was ich hier noch mache, ist sterben. Diese Rakete, dieses Raketentrupp, das ist grausig. Ich will ein bisschen mithelfen. Finde ich interessant. Du schießt in 5 Sekunden einen Kopf, er dreht sich einmal um, und schießt mir zweimal in den Kopf und ich sterbe. Und haltet alle Kommandoposten. Granate kommt! Hallo, ich habe eh keine Chance gegen dich. Hat uns in die Enge getrieben. Wir müssen zum Gegenangriff übergehen und diese Kommandoposten zurückerobern. Alter! Ich habe Boba Fett noch einmal mit einer kompletten Salve weggemacht. Das finde ich halt cool. Alle, die kein Lichtschwert haben oder unachtsam sind, kann man richtig gut damit wegmachen. Ah, schade. Es war eine mittelmäßige Runde, aber es war mal was anderes. Gut. Punktestand. Ich war Platz 6 in meinem Team. Ja. Mit 18.000 war ich gar nicht mal so schlecht dabei. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.